Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die My Little Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box habe ich sowohl in der Kooperation als auch selber im Abo. Das heißt, ich habe diesen Monat 3 Boxen zugeschickt bekommen. Eine für mich, eine zum Verlosen und eine, die ich ganz normal im Abo habe. Ich werde eine Box hier auf diesem Kanal, also jetzt in diesem Video verlosen, meine Box vorstellen und eine weitere Box werde ich auf Instagram verlosen. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, mach das gerne einfach mal. Da heiße ich AiDuikeP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja, genau, dann hast du da vielleicht nochmal die doppelte Gewinnchance und genau, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Es ist die September-Box, also Juli und August wurden ja zusammengefasst, weil ja in Frankreich so lange Ferien sind, jedenfalls habt ihr mir das erzählt und deswegen haben die dann quasi in Frankreich bei den französischen Boxen das Ganze dann zusammengepackt, dass man quasi doppelt so viel bezahlt hat und doppelt so hohen Wert hatte quasi, ne? War eigentlich ganz praktisch für alle. Okay, das ist die Sauté Le Pain Box von September. Und auch das hier ist wieder eine Kooperationsbox. Die haben jetzt öfters mal Kooperationen. Dieses Mal mit De Petite Haute. Sagt mir nichts, die Marke, sage ich ehrlich, ne? Hier sind verschiedene Frauen abgebildet. Hier ist eine Floristin. Dann haben wir hier eine Dame, die hier irgendwelche Papiere drin hat. Wahrscheinlich ist sie Künstlerin. Ihre Katze läuft ihr hinterher. Und ein paar Blumen hat sie auch noch mit im Fahrradkorb. Dann ist hier eine Malerin, die ihren Pinsel schwingt. Und hier oben haben wir eine Autorin, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Die schreibt und schreibt an ihrer Schreibmaschine, als gäbe es keinen Morgen mehr. Eine richtig schöne Box, die für starke Frauen steht, würde ich mal so sagen. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was Sauté Le Pain heißt. Wir gucken mal rein. So, hier haben wir dann tatsächlich dann auch den ersten Blick in die Box. Die gibt es übrigens im Monatsabo für jederzeit kündbar. 17,90 € wird die kosten. Ich meine auch irgendwie was gelesen zu haben, dass es dieses Jahr Richtung Weihnachten auch wieder eine MAC-Edition geben soll. Schau da gerne einfach mal auf der My Little Box vorbei, My Little Box Homepage vorbei. Wir halten einfach alle gemeinsam Augen und Ohren offen. Wenn ihr was seht, schreibt es mir. Wenn ich was finde, poste ich das auf Instagram oder sagt das in einem My Little Box Unboxing. Genau, hier haben wir eine Lady, die einfach einen Haufen Kartons trägt. Der Herbst pirscht sich auf Zehenspitzen an, doch plötzlich fordern dich die letzten Sonnenstrahlen zu einem kleinen Walzer auf. Erfinde, kreiere, zeichne, streiche durch, fange wieder von vorne an. Fühlst du es schon? All das verleiht deinem Alltag neuen Pfiff. Also ich persönlich verbringe meinen aktuellen Alltag damit, dass ich mich in Schale werfe, mir Weihnachtsklamotten anziehe und Adventskalender-Unboxings drehe. Das verleiht meinem Alltag neuen Pfiff, Leute. Im September, das hat schon was, oder? Was macht dir am meisten Spaß? Und hier sind dann verschiedene Sachen. Und das kannst du theoretisch wie so eine Karte sehen, wenn du jetzt zum Beispiel beim Supermarkt so einen Aushang hast, ne? Dann was abreißen kannst. Was mir am meisten hiervon Spaß macht, ist, ich glaube, überraschen. Ich lasse mich gerne überraschen, auch wenn ich ein tierisch neugieriger Mensch bin. Ich stehe auf den Kick. Doch, das finde ich eigentlich ganz cool. Von vorn anfangen finde ich immer ganz furchtbar. Das mag ich gar nicht. Sich trauen. Ich bin ein sehr feiger Mensch, glaube ich. Am Ziel vorbeischrammen, das ist eher nicht so positiv, ne? Ja gut, jo. Niedliche Karte, okay. Gut, dann haben wir hier ein Schleifchen, was wir einmal öffnen. Das hätte ich auch schon vorher aufmachen können, aber nö. Und dann steht hier immer allerhand drin. Le pas de côté façon. Trau dich. Das war und ist das Mantra der Gründerin des Petit Hauts, die damals den Mut besaßen, ihre Traummarke zu gründen. Auch nach 20 Jahren hat die Marke nie aufgehört, das Leben zu feiern und mit kleinen Oberteilen voller Poesie zu verschönern. Bist du bereit, dich in kuschelige Fröhlichkeit zu hüllen? Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von De Petit Haut hauchen wir deinem Kleiderschrank neuen Schwung ein. Gewinne Mode von De Petit Haut im Wert von 1000 Euro. Mehr Infos auf www.mylittlebox.net/depetitehaut. Okay, ja, dann schauen wir mal rein, wa? Was die Box hier zu sagen hat. Wir haben zuallererst hier so ein Täschchen. Da sind verschiedene Produkte drin. Da habe ich zuallererst hier so ein Ding. Le Teint in
Le Teint in Topform mit deinen ultrapräzisen Abdeckprofis. Fenty Beauty. Oh, Baby. Und hier haben wir wohl einen Concealer drin. Das finde ich ja schön. Ich hoffe, die Farbe passt. Das ist dieser hier. Pro Filter Instant Retouch Concealer. Und ich habe hier die Farbe 120. Ich hatte jetzt nicht gesehen, dass My Little Box irgendwie rumgeschickt hatte, dass man seine Shade angeben müsste. Aber man hat ja normalerweise beim Beauty-Profil was gepflegt. Da bin ich gespannt. Oh, das ist aber schön hell. Eigentlich gefällt mir das tatsächlich, muss ich sagen. Doch, komm. Also besser zu hell als zu dunkel, definitiv. Und ich denke, wenn ich mir den online bestellt hätte, hätte ich mir das auch in der Farbe bestellt. Ist jetzt ein bisschen peachig. Aber als Concealer geht das auf jeden Fall klar. Das finde ich ja geil. Fenty Beauty ist sowieso etwas, was mich total interessiert. Okay, wenn ich den jetzt hier so ausblende. Wow, der ist super ergiebig. Da muss ich dann also aufpassen, merke ich gerade, wenn ich den dann auftrage. Riecht nach nichts. Und der deckt echt gut ab. Muss ich sagen, das gefällt mir von der Farbe her. Das gefällt mir. Der creased jetzt hier in meinen Handfalten ein bisschen, aber es sind ja auch Ultrafalten, Leute. Was will man da groß machen, ne? Aber das finde ich richtig cool, dass wir einen Concealer drin haben. Es ist immer schwierig von der Farbe her. Ich gucke nachher mal bei der Box, die ich an euch verlose, welche Farbe drin ist. Weil wenn das jetzt irgendwie eine Farbe die für euch viel zu hell oder viel zu dunkel ist, dann ist es ja vielleicht auch mal ganz gut zu wissen. Aber cool, dass das mit drin ist. Dann habe ich hier als nächstes drin Primavera Frauenwohl, ein Zyklus-Roll-On, entspannend und ausgleichend. Ja, geil. Ich benutze ja sehr, 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 sehr häufig, also eigentlich fast jedes Mal, während meiner Menstruation, Regelschmerzpflaster, weil ich echt da Probleme habe und da bin ich mal gespannt, ob das hilft. Also, warum eigentlich nicht, ne? Der Zyklus Roll-On ist die schnelle Hilfe für entspannte Tage. Wirkt ausgleichend und steigert das Wohlbefinden bei Menstruationsbeschwerden. Auf Unterleib, den unteren Rücken oder Handgelenke einmassieren. Ja, die Handgelenke, das wird mir nicht helfen, Leute. Das wird mir nicht helfen. Also, auf Rücken kann ich mir das vorstellen, auf die Handgelenke. Egal. Ja, auf jeden Fall, das finde ich gut. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Das bringt mich jetzt nicht unbedingt dazu, mich was Neues zu trauen. Bei einem Concealer vielleicht. Riecht angenehm kräuterig. Doch. Ich glaube, von Primavera hatte ich auch letztens ein Reinigungsfluid, was ich leer gemacht habe. Das passt zu mir auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch ein letztes Produkt in dieser Tasche mit drin. Von Darfin Nectar aux Huit Fleurs. Okay, das ist ein Nektar aus 8 Blumen. Schön. Ich weiß jetzt nicht, was der machen soll. 99% der Inhaltsstoffe sind wohl irgendwie natürlich. Mit Ylang Ylang, Jasmin, ich liebe Jasmin. Ich habe heute auch ein Parfum mit Jasmin drauf. Also Jasmin ist mein Duft, wir sind so. Iris, Immortelle, Patchouli, Neroli, Rose und Lavender. Lavendel. Okay, ja, Lavendel mag ich eigentlich auch wohl. Ich spiele hier schon die ganze Zeit damit rum. Das kann man so hochschieben. Darfin. 15 ml sind hier enthalten. Oh, das ist eine schöne Form und das ist tatsächlich auch aus Milchglas, genau wie der Concealer von der Form her oder von der Verpackungsart her. Oh, das ist ein schönes Packaging, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die Originalverpackung aussieht, aber das sieht schon mal schön aus. Oder das ist das Original, ich weiß es nicht. Boah, riecht das gut. Oh, ich möchte, dass mein Leben so riecht. Boah, riecht das angenehm. Ich rieche sehr den Jasmin. Ich rieche aber auch so ein bisschen Lavendel und Lavendel beruhigt ja so schön. Das, ich weiß nicht, ist das für den Körper? In the evening apply 5 drops to face and neck with the soft circular upward movements. Okay, also du musst es, ach so, du machst dir das, aha, ist gar kein Bodyöl, ich dachte es wäre ein Bodyöl. Du machst dir einfach 5 Tropfen auf das Gesicht und den Nacken. Okay, aufs Gesicht, okay, Gesichtsöl. Serum, ist das wie ein Serum? Boah, das riecht so gut. Das riecht echt unheimlich gut. Das mag ich gerne leiden. Also das ist schön. Das stelle ich mir direkt ans Bett. Und dann kann man vielleicht einfach entspannter schlafen. Ne? Wir haben ja auch immer so ein Bettspray, damit man halt irgendwie ein bisschen ruhiger schlafen kann. Weil da hat man manchmal hier auch in diesem Haus ein bisschen Probleme mit. Und deswegen finde ich das ganz cool. Steht da noch mehr zu drauf? Das luxuriöse Elixier ist eine... Nee. Das Lux...
8 Blüten Nektar Elixier aus ätherischen Ölen. Das luxuriöse Elixier für eine jugendliche Ausstrahlung vereint seltene aromatische Essenzen 8 kostbarer Blüten, Immortelle, Ylang Ylang, Patchouli, Neroli, Rose, Lavendel, Jasmin und Iris mit Vitamin A, C und E sowie Dattel- und Cranberry-Extrakt, die Omega 3 und 6 enthalten. Die reichhaltige Formel mit Antioxidantien hilft, die Haut zu festigen und das Erscheinungsbild feiner Linien und Fältchen zu mindern. Für eine jugendliche Ausstrahlung und eine geschmeidig weiche Haut. Der exquisite feminine Duft verwöhnt die Sinne. 99% aller Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, nicht komedogen, dermatologisch getestet. Klinisch nachgewiesene Wirksamkeit. Okay, also das ist nicht auf den Nacken, auf Hals und Dekolleté machst du dir das quasi, ne? Gesicht, Hals, Dekolleté, wenn das halt wirklich was, ja, das ist ein Serum. Das ist ein Serum, das ist ein schönes Serum. Und dann ist es auch die Full-Size-Größe. Krass. Das flasht mich. Gut, dann ist mein Beutelchen einmal hier leer. Kit Bell Kell. Köll? Güell? Ich weiß nicht. Süß. Okay, diese Täschchen kann man auch immer gut weiterverwenden. Und hier haben wir La Broche. Hors des Sentiers Battus. Keine Ahnung, was das heißt. Das war eine, da ist wohl irgendwie eine Brosche drin in diesem Ding. Wie kriege ich das auf? Das ist so eine Filzbrosche. Mit einer Blume drauf. Kann man sich vielleicht irgendwie eine Tasche machen oder so? Ja, ich glaube, das mache ich. Das finde ich eigentlich ganz süß, ne? Animiert mich jetzt nicht irgendwie was Spektakuläres zu machen. Finde ich aber ganz niedlich. Kann man machen, ne? Das ist eine Glitzerblume. Jo. Wir hatten schon spektakulärere Sachen drin, aber du kannst eigentlich auch nicht jedes Mal erwarten, dass du hier irgendwie was mega krasses drin hast, wie jetzt zum Beispiel, wir hatten schon mal so eine Tasche mit drin oder Ketten oder sowas, ne? Das kann man halt auch nicht für jedes Mal erwarten, finde ich. Deswegen finde ich das okay. Gut, dann haben wir hier aber noch was drin und zwar Le Compagnon, also quasi der Begleiter. En Band Organisé, irgendwas zum Organisieren. Und das ist das Produkt, was dieses Kooperationsprodukt ist. Ja. Oh, der Geldbeutel deines Vertrauens. Dieser treue Begleiter weiß, wie man mit klimpernden Münzen und zerknitterten Scheinen umght. Karten, Liebesbriefe, Zettelchen, er hält alles zusammen. Und du kannst dir sicher sein, dass er all deine Geheimnisse bestens hütet. Mal gucken. Lass die Orga beginnen für kleine Schritte und große Sprünge. Ja, gut, dann gucken wir mal hier rein. Geldbörse, also meine Geldbörse, Leute, ne? Das ist... würden andere als Koffer bezeichnen. Ich habe da so viele Karten drin und so viel Kram ist eigentlich immer aufgeräumt, weil ich auch wenig Kleingeld und sowas drin habe. Aber ja, ich bezweifle, dass das groß genug sein wird, obwohl die ziemlich groß zu sein scheint. Okay. Ach, schick ist die auf jeden Fall. Die ist wirklich groß, ne? Die ist fast so groß wie die Box von der Größe der Box her. Geile Größenverhältnisse hier. Okay, die hat einen Druckknopf, das finde ich gut. Der ist etwas schwergängig. Ja, nee, das reicht mir nicht. Also hier habe ich zu wenig Kartenfächer tatsächlich drin. Ne, also wenn man schick essen geht, kann man die vielleicht mitnehmen und dann halt irgendwo in die Tasche verstauen. Hier machst du dir dann das Kleingeld rein. Ich habe gedacht, vielleicht ist da was drin, man weiß es nicht. Dahinter kann man sich dann die Scheine verstauen. Ne, das ist auch cool, kann man machen. Und hier hat man dann 4 Kartenfächer und dann nochmal die Möglichkeit, hier was drin zu lassen. Aber ja, für meine normalen Verhältnisse, was ich so an Kram habe, nee. Aber für, ich weiß nicht, wir wollten jetzt diese Woche auch zusammen mal essen gehen, mein Freund und ich. Und vielleicht nehme ich die dann einfach mal mit. Sieht ja auch ganz schick aus, ne? Das ist ja ganz süß. Doch, finde ich auch irgendwie, würde sogar zum Outfit passen. Ist ganz hübsch, doch. Doch, doch, da beschwere ich mich auch nicht. Das ist niedlich. Aber Leute, es ist eine echt gelungene Box, finde ich. Also das, was jetzt bei mir in der Box mit drin war. Ich gucke mal eben, welche Farbe der Concealer in der Verlosungsbox hätte, die hier neben mir steht. Das heißt, ja, ich gucke mal eben kurz in die Box rein. Okay. Weil manchmal hast du da auch andere Produkte drin. Ach, ihr habt sogar andere Produkte drin. Das heißt, vielleicht habe ich dann die Box von meiner ganz normalen, von meinem Abo geöffnet und ihr habt dann die Kooperationsbox oder so. Das weiß ich nicht. Ihr hättet nämlich so ein Lidschattenstift mit drin. Crayon Fard à Paupières. Ein Duo Lidschattenstift. Ihr habt auch den Zyklus Roll-On. Oh,
Okay, euer Concealer ist in der Farbe 250. Der ist dann ein bisschen dunkler als das, was ich quasi habe. Wobei meiner ja extrem dunkel ist. Und dann ist hier noch was drin, das kann ich jetzt nicht rausnehmen. Ein Sugar Lip Scrub von Kirines Rap Duo. Das kann man jetzt nur sehen, wenn man so reinschielt. Aber ich möchte euer Schleifchen nicht öffnen und ich möchte da nicht allzu sehr drin rumwühlen. Dann habt ihr natürlich noch die Brosche mit dabei und auch die Geldbörse. Ne? Das ist die Gewinnerbox. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich finde jetzt tatsächlich nach der Pause, nach der Sommerpause, die My Little Box gemacht hat, ist das eine durchaus gelungene Box. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich finde es cool, dass sie da so Marken wie Fenty Beauty drin haben. Letztes Mal hatten wir ja auch einen Blush von Clinique mit drin, was ich richtig geil fand. Ich bin sehr auf dieses Gesichtsserum gespannt und ja, hallo, Zyklus Roll-On läuft bei mir. Die Klatsch werde ich verwenden, die Brosche werde ich mir irgendwo an der Tasche dran pinnen. Aber unterm Strich habe ich für alles Verwendung und das ist schon mal ganz gut eigentlich. Ne? Hätte ich jetzt zum Beispiel diesen Duo Lidschattenstift drin gehabt, wäre das nicht unbedingt mein Fall gewesen. Über den Lip Scrub hätte ich mich aber auch sehr gefreut. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!